Ich bin inzwischen Lehrerin für Latein und Geschichte in Limburg an der Marienschule und das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt an der neuen Schule, wo ich bin, eine Klassenleitung auch direkt übernommen. Ich mache immer mal so Stunden, wo dann auch so kleinere Projekte drin sind, weil es mal so anders ist. Also um Lehrer zu sein, sollte man auf jeden Fall eine offene Persönlichkeit haben. Man sollte Spaß damit haben, mit Kindern umzugehen, aber auch mit anderen Menschen, weil man trifft ja nicht nur auf die Schüler, man trifft auf Eltern, man trifft auf Kollegen. Welche Schüler ich am meisten mag, ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Es sind nicht nur die Guten. Natürlich hat man Spaß im Unterricht mit den Guten, wenn auch Antworten kommen, aber auch gute Schüler können sozial schwierig sein. Ich unterhalte mich auch über den Unterricht hinaus mit meinen Schülern, um auch eben positive Erfahrungen wie negative mit ihnen teilen zu können und gerade Schüler, die das auch gerne mit mir machen. Da lerne ich auch viel von meinen Schülern. Es war sehr anstrengend, das Studium. Ich habe viel gelernt, also nicht nur das Fachliche, sondern auch, wie man viel arbeitet und das alles unter einen Hut bekommt. Und es hat mich sehr viel weitergebracht, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Und ich habe da sehr viele positive Erfahrungen. Deshalb würde ich das auf jeden Fall nochmal so machen.